Mein Name ist Hannah. In der Bibel werde ich als Prophetin bezeichnet. Als ich auf das Jesuskind traf, war ich bereits 84 Jahre alt. Ich habe viel Leid in meinem Leben erfahren und war dennoch voller Glauben und Hoffnung. Als junges Mädchen hatte ich geheiratet und nur 7 Jahre mit meinem Mann gelebt. Danach hatte ich nie wieder geheiratet. Nun, in meinem hohen Alter, hielt ich mich ständig im Tempel auf. Dort widmete ich mein Leben dem Gebet und dem Lobpreis Gottes und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als ich an jenem Tag den Tempel betrat, sah ich eine junge Familie, die gerade ihr Baby vorstellte. Sofort spürte ich eine tiefe Verbindung zu diesem kleinen Kind, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Der Heilige Geist sprach zu mir und ohne zu zögern ging ich zu der Familie. Dieses Baby war Jesus, der Messias, den ich so lange ersehnt hatte. Meine Augen füllten sich vor Freude und Dankbarkeit mit Tränen. Ich wusste, dass Gott mir seinen verheißenen Erlöser geschickt hatte. Ich konnte meine Begeisterung kaum zurückhalten und begann, laut vor allen Anwesenden Gott zu preisen. Dieses Baby, Jesus, war das Licht der Welt und die Hoffnung für alle Menschen, die jemals hier auf der Erde gelebt hatten und leben würden. Ich war Zeugin eines Wunders geworden. Mein restliches Leben verbrachte ich damit, als Zeugin Jesu aufzutreten. Gott hatte mir seine Liebe zuteilwerden lassen. Diese Botschaft der Liebe, die Jesus sein Leben lang verkündete, gab ich von da an allen, die es hören wollten, weiter.